Don't torture a duckling. Das ist nicht nur ein Lebenshinweis, weil ganz ehrlich, don't torture anything. Sei kein Arschloch und foltere nichts und niemanden. Aber es ist trotzdem ein relativ interessanter Film von Lucio Fulci, der im deutschsprachigen Raum relativ lange, sagen wir mal, auf der Liste der obskuren Filmchen gestanden ist, bis dann 84 hergegangen ist und dem Film einen wirklich wunderschönen Release im ersten Leatherbook spendiert hat, wo jetzt sich dann auch Suspiria eingereiht hat in diese, sagen wir mal, Reihe. Aber in England hat es noch länger gedauert, bis der Film irgendwie eine interessante Edition auf Blu-ray spendiert bekommen hat, und die gibt's jetzt von Arrow Video. Das wieder mal als, ich nehme an, limitierte Edition, auch wenn es hier nicht draufsteht. Normalerweise ist es bei Arrow eigentlich so, dass diese Filme, die mit Schuber erscheinen, zwar nicht eindeutig bzw. durchnummeriert und limitiert sind, aber dass diese Schuber dann nicht mehr nachproduziert werden. Im Gegenteil, bei diesen Editionen handelt es sich dann meistens auch noch um Blu-ray plus DVD-Editionen, und wenn diese Dinger dann nachproduziert werden, weil diese Auflagen ausverkauft sind, gibt es dann eigentlich nur mehr Blu-ray Standard Single Disc Releases. Was Arrow wieder bei dem Cover Artwork, finde ich, relativ cool gemacht hat, ist, wie sie einerseits den Duckling hier eingebaut haben, beziehungsweise die zwei Hände auf den Schultern von dem Kind. Das ist wirklich cringe-worthy Image. Außerdem natürlich die ganze Form als Kreuz. Das ist schon eine Menge Symbolism, der dann auch in dem Film vorkommt. Eigentlich eine perfekte Analogie zu dem, was wir in dem Film sehen, passt perfekt dazu. Außerdem sehr, sehr schön gemacht mit diesem matten, aber doch relativ dicken Karton. Greift sich wirklich hochwertig an. Das Einzige, was ich wie immer kritisieren muss bei den neuen Arrow Video VÖ, so mit neue Arrow Video VÖ meine ich jede Arrow Video VÖ seit, glaube ich, ungefähr 2013, ist die Tatsache, dass das Backcover einfach nur widerlich ist. Aber die Amaray an sich hat nicht genau dasselbe Artwork wie der Schuber. Ich meine, grundsätzlich ist es dasselbe Motiv, aber mit einer anderen Farbgebung, was ich relativ spannend finde. Drinnen dann fällt mir eine Disc entgegen, das ist nicht besonders nett. Pucks. Haben wir da und da, genau. Dasselbe Bild auf Blu-ray und DVD, aber mit anderer Farbe. Es ist teilweise so einfach, quasi darüber hinwegzukommen, dass man wenig Artwork hat und etwas recycelt, wenn man sich zumindest ein bisschen bemüht. Dann hier ein alternatives Cover-Artwork zu dem Film, das mir persönlich, muss ich jetzt echt sagen, aber eigentlich überhaupt nicht gefällt. Das schaut irgendwie aus wie eine Schwarz-Weiß-Zeichnung, auf die irgendjemand drei ausgeschnittene Fotos draufgeklebt hat, inklusive Spoiler-Alarm. Passt mir irgendwie gar nicht, da ist das neue Artwork von Arrow definitiv schöner, beziehungsweise auch alles, was 84 geboten hat bei ihrem Release. Dann wartet drinnen, hui, die wahrscheinlich schlimmste Plastikpuppe der Filmgeschichte, neben den Plastikspinnen, die Lucio Fulci irgendwann einmal eingesetzt hat. Ein relativ umfangreiches Booklet dieses Mal wieder, bist du deppert. Mal gleich sehen, wann die Mitte kommt. Also es sind ungefähr ein 40 Seiten Booklet bei diesem Film mit dabei. Was ich weiß jetzt in dem Fall für alle, die die deutsche Version von 84 in der Sammlung haben, nicht unbedingt beeindruckt, aber bei uns ist es trotzdem eine Sache, die, sag ich jetzt einmal, relativ speziell ist, cool ist. Auch Arrow Video verwendet hier den Transfer, der von TLE Films gemacht wurde. Das müsste, nehme ich an, dasselbe Transfer sein, 2015 gestaltet, der auch auf der 84-Version drauf ist. Und ist wirklich eine sehr, sehr, sehr coole Sache. Fein gemacht, schön gestaltet und natürlich, wie von Arrow Video gewohnt, hochwertig aufbereitet. Aber das brauche ich eigentlich fast gar nicht sagen, weil das ist ja eh immer so.